Und willkommen zurück zu Siberia 3. Wir hatten uns in der letzten Folge erfolgreich eine Fackel gebastelt, nachdem die Strauße nicht an diesen Vampirfledermäusen vorbei wollten. Man weiß auch, wie weit die mutiert sind nach der Radioaktivitäts, Dingens. Das ist wohl die Vorratskammer der Fledermäuse. Die Vorratskammer, kann man die anzünden? Nein. Gut. Wie weit kommen wir jetzt vorwärts? Ich glaube es nicht. Ah, okay. Wir müssen also erst den Weg nach oben frei machen, damit die abhauen können. Gut. Die Fledermäuse könnten hier durchfliegen, wenn die Gitter nicht wären. Aber wie soll ich die öffnen? Strauße gehen nicht zu kleinen Vampiren. Ja, gut, das haben wir mittlerweile auch schon festgestellt. Ich habe jetzt auch nicht gerade ein Gewehr in der Tasche. Gott, wie groß sind denn die Kollider für die Sträuße? Sträuße? Strauße. Netter Metallmann, nicht in Jurte. Frau Kate Walker ihn gesehen? Kirk, ich. Ich habe gesehen, dass dein Versuch, die Fledermäuse zu verscheuchen, erfolglos war, Kate Walker. Hast du eine andere Idee, wie wir sie loswerden könnten? Nicht wirklich, nein. Ich habe den Eindruck, diese Lüftungsschächte sind der einzige Weg, diese verdammten Viecher zu verscheuchen. Aber sie werden durch Gitter geschützt und ich bin ziemlich sicher, dass man die nur von außen öffnen kann. Wo alles, was aus Fleisch und Blut ist, innerhalb von Minuten stirbt. Oscar. Du wirst eine Lösung finden, Kate Walker. Das weiß ich. Die Geister sind mit dir. Danke, Kirk. Wie ermutigend. Wie ermutigend, aber leider nicht unbedingt realitätsnah. Tja, Oscar. Mein lieber Freund. Du wirst jetzt leider nach draußen geschickt. Oscar. Ah. Oscar. Ah. Die beengte Atmosphäre hier scheint Sie zu beeinträchtigen, Kate Walker. Ich bin nicht klaustrophobisch, Oscar. Die Lösung zu unserem Fledermausproblem liegt draußen. Und ich habe keine Idee, wie ich dorthin kommen soll. Dort oben herrscht eine enorme Strahlung. Wenn Sie für diese Aufgabe jemanden brauchen, der wirklich unempfindlich gegen Strahlung ist. Wenn es so jemanden gäbe, würde das unsere Probleme lösen. Sicher. Oscar. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich ein verbessertes Modell XZ-2000... Oh, Sie meinen Sie? Natürlich beeinträchtigt mich der osteoarthritische Rost etwas, aber ich sollte es schaffen, Kate Walker. Hast du etwa Bleiunterwäsche, mein Freund? Ich bezweifle nicht, dass Sie es schaffen, aber es könnte dort oben wirklich gefährlich sein. Glauben Sie... Ich fürchte, dass Ihre Auswahl an Kandidaten sehr begrenzt ist, Kate Walker. Wenn Sie darauf bestehen? Sag bloß, wir spielen jetzt Oscar.
Oh mein Gott, wir dürfen Oscar spielen. Wie geil ist das denn? Moment, hat er was dabei? Ein Ölkännchen. Wie geil. Ein Ölkännchen. Na klar. Was auch sonst? Was sollte ein Automat in dem Handtäschchen haben außer einer Ölkanne? Oh, bitte nicht. Spiel nicht aufhängen. Bitte. Ich dachte eben schon hier. Panik. Aber ja, Automaten können da hingehen, wo Menschen nicht mehr hingehen können. Okay, hätte ich ein bisschen nachladen müssen. Jetzt sind wir tatsächlich hier draußen. Kate Walkers Verfolger. Ich sollte mich beeilen. Moment mal, da stand doch eben was. Boah, was für eine Geisterstadt. Stand da eben nicht so eine gelbe Box? Ein Feuerwehrauto. Ob das Ding noch funktioniert? Natürlich, kein Schlüssel. Aber ein Handschuhfach. Na, was haben wir denn da drin? Oh. Strahlungsbrille. Na gut, die braucht er jetzt nicht. Moment mal, ist da nicht ein Schlüssel drunter? Ja! So. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Leiter ausfahren. Und dann aufs Dach klettern und dann wahrscheinlich feststellen, dass jetzt irgendwelches Werkzeug fehlt. Netter Raum. Netter was? Netter Raum. So. Halt. Aha. Nein, das wollen wir nicht. Aha.
So. Cool, dass es geht, während die Leiter noch ausfährt. Dieses Gitter ist eine Beleidigung für die Zunft der Kesselbauer. Und sozusagen Sand in unserem Getriebe. Keine Möglichkeit zum Öffnen. Verschweißte Kanten. Tja, dann, wie wär's mit roher Gewalt? Haben wir sowas wie Sprengstoff? Ja, ich will alles in die Luft sprengen. Aber dadurch, dass er eine andere Stimme gekriegt hat, kommt mir Oscar jetzt auch wesentlich jünger vor. Ich meine, das ist ein rein subjektiver Eindruck, aber trotzdem. Dass hier noch Krähen leben können. Wie weit können wir denn da laufen? Ah. Frage beantwortet. Wenn die Tür so einladend offen ist, da gehen wir doch mal rein. Das war mal eine Bank. Bolzenschneider. Sehr schön. Wir haben wahrscheinlich versucht, die Bank auszuräumen in dem Chaos. Oh, die ganzen Automaten. Wow. Was da drin sieht aus wie ein kleiner Oscar. Ich meine, das Spiel ist schön, es hat seine Schwächen. Na, wir werden am Schluss mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Bisher habe ich es ja auch bei Amazon ziemlich in Schutz genommen. Einfach weil technische Schwierigkeiten sind zwar scheiße, aber noch nicht unbedingt direkt ein 100-prozentiges Kriterium. Spiele sofort verteufeln müsste ich nicht mehr. Schick. Oh oh. Oh oh. Die sind definitiv aggressiv. Na, herrlich. So. Und nun? Aha. Sehr schön.
Jetzt verstehe ich, was mit aggressiv gemeint war. Okay. Diese Pose. Ich bin der Retter der Welt. Seht mich an. Ich habe die Hunde weggeschossen. Aber gut, ich dachte mir fast schon. Tja. Sieht zwar schön aus, aber hat mit der Realität ja nicht mehr viel zu tun, wie wir sehen. Ja, da liegt noch so ein Hundchen. Den will ich mir jetzt aber nicht genauer anschauen. Wir haben den Luftschacht offen und ich denke, das sollte reichen. Blödes Spiel zu stellen, wenn man nebenbei noch eine Tablette fischt. Von der einen Erkältung hat sich noch ein bisschen was weiter in den Verdauungstrakt gerettet. Moment, wo guckst du eigentlich hin, Oskar? Dafür habe ich jetzt nochmal Tabletten gekriegt. Okay. Guckt ja zwar sehr auffordernd hin, aber machen gar nicht nichts. Das fand ich jetzt cool, Oskar zu steuern. Ich habe manchmal das Gefühl, wir probieren jetzt in Teil 3 auch so ein paar Sachen aus. Moment, sag bloß, es war noch nicht genug. Dekontaminationsprozess aktiviert. Bitte halten Sie still. Dekontaminationsprozess im Gang. Bitte halten Sie still. Das ist aber ärgerlich. Sie müssen ohne mich weiter, Kate Walker. Ich komme. Nein! Das kommt nicht in Frage. So sieht's aus. Kate Walker, ich muss erheblich radioaktiv verstrahlt sein. In diesem Zustand würde es Sie in Lebensgefahr bringen, wenn ich mich in Ihrer Nähe aufhalte. Ich glaube nicht, dass das wünschenswert wäre. Nochmal, wir gehen nicht ohne Sie. Ich muss nur etwas Jod finden. Jod ist hier ein rares Gut, Kate Walker. Seien Sie nicht so pessimistisch, Oscar. Bitte lassen Sie mich nur machen. Der Seetang. Gut, Kate Walker. Der Seetang. Das Fach für das Jod. Seetang ist voller Jod, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt? Ausreichende Jodversorgung. Quarantäneprotokoll beendet. Jetzt riecht aber noch Seetang. Dekontaminationsprozess im Gang. Bitte halten Sie still.
Oh Gott, das Icon oben. Ölkontaminationsprozess beendet. Schleuse wird geöffnet. Schön, Sie wiederzusehen hier. Schön, Sie wiederzuhaben, Oscar. Oh ja, nun, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin auch nicht unglücklich, Sie wiederzusehen, Kate Walker. Gehen Sie zurück zu den Yukol, Oscar. Sie sollen sich zum Aufbruch bereit machen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Zu Befehl, Kate Walker. Ach Gott. Ja, aber die Folge müssen wir an der Stelle dann auch schon wieder beenden. Ich danke euch fürs Zusehen und ich habe ehrlich gesagt ganz kurz Angst gehabt, dass wir Oscar zurücklassen müssen. Okay, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht, weil so langsam müsst ihr zum Showdown gehen. Bis dann, ciao, ciao!